Hallo, ich bin Klaus Graf. Und ich bin Michael Schlier vom Klavier. Ja, wir bereiten gerade unser Konzertprogramm für nächsten Sonntag in Duo vor. Und wir freuen uns, wenn wir euch nächsten Sonntag sehen, live at Mochers, Volume 24, den Link seht ihr hier. Thank you.
Good evening and welcome to tonight's episode of Live at Mochers. Sit back and relax with Klaus Graf on saxophones and Michael Schlürf by the grand piano. Ja, herzlich willkommen bei Live at Mochers Volume 24. Klaus Graf, Michael Schlürf, Duo. Mein Name ist Klaus Graf, ich spiele Saxophon. Ja, und ich bin Michael Schlürf, begrüße auch alle recht herzlich. Hi, hi. Ja, und wir werden in der kommenden Stunde für euch Stücke spielen, Eigenkompositionen, ausgewählte Standards arrangiert. Wir freuen uns sehr. And we also like to welcome our international guests. Oh, yes. Hello. Hello, I'm everybody. I'm quite sure we have some friends watching us from India. Ooh, hi. Und dann möchte ich noch ansagen, wir haben einen Chatpad. We have also a Chatpad, so you can get in contact with us live during our session. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, nehmt mit uns Kontakt auf. Wir gucken, dass wir uns die Zeit nehmen und mit euch dann bisschen kommunizieren. Das machen wir. Den ersten Titel, den wir gespielt haben, war eine Eigenkomposition von mir, Morgen Grün. Den haben wir extra für diesen Abend so zusammengestellt. Quasi eine Art Premiere, dass wir gespielt haben. Ich lasse mich immer gern inspirieren von der Natur. Und dieses Morgen Grün ist entstanden, wirklich eine grüne, frische Natur, grüner Wald. Und das war gedacht, dass ihr ein bisschen ja, Hoffnung, Zuversicht kriegt an diesem, mit diesem Stück.
Und jetzt spielen wir einen Blues, und zwar nicht irgendeinen Blues, sondern den True Blues, den Klaus Graf für uns geschrieben hat. Viel Spaß, True Blues. Ja, das ist ein Stück gewesen von mir, das habe ich, glaube 2002 geschrieben für die erste Quartett-CD, die ich damals aufgenommen habe. Und den Michael Schlirf, den kenne ich schon viel länger, den kenne ich schon 30 Jahre, glaube ich. Oh, sind wir schon so alt, Mensch, glaube ich. Ende der 80er haben wir angefangen bei Confusion, einer ganz legendären Fusion-Band, Stuttgarter Fusion-Band. Und mit der Band haben wir 1992 auf der Olympiade gespielt in Barcelona. Es war ein absolutes Highlight. Und vorher hat er schon bei Erwin Lehn und seinem Südfunk-Tanzorchester ab und zu ausgeholfen. Da kenne ich ihn eigentlich. Ja, wir kennen uns wirklich schon sehr lang. Aber ich muss sagen, Klaus, das Highlight in meinem ganzen Leben,
die letzten 60, 70, 80 Jahre, wenn ich unsere gemeinsame Zeit zurückdenke, ist wirklich der Höhepunkt heute hier. Jawohl. At Mochers. Live so, at Mochers. This is our greatest day ever. So. Yeah. Okay, True Blues. Als nächstes werden wir ein Stück spielen, das haben wir uns beide rausgesucht, weil es einfach so wahnsinnig schön ist. Das ist von Michel Legrand, einem französischen Komponisten, der hauptsächlich auch viel Musik geschrieben hat, aber ein großartiger Jazzkomponist war. You Must Believe in Spring. Da gibt es eine wahnsinnige Version mit meinem großen Vorbild Phil Woods am Altsaxophon und mit Michel Legrand am Klavier. Und jetzt hört ihr eine Version von Michael Schlörf und Klaus Graf. Viel Spaß.
Last Belief in Spring. Eine wunderschöne Nummer und auch vielleicht mit einer gewissen Perspektive, ja, zur Zeit mit Corona, wir wissen nicht, wie lange das ganze Ding geht. You must believe in spring. Wir hoffen, dass es in spring. We hope that in spring we can all come together. Wir hoffen, dass wir im Frühling dann wieder zusammen sein können, dürfen. So lange wollen wir aber nicht warten. Wir haben einen weiteren Song mitgebracht, den ich geschrieben habe. Und hier wird Klaus auf dem Sopransaxophon spielen. Der Titel heißt Lichtwechsel, also ein Change of Lights, wäre so die englische Übersetzung. Lichtwechsel ist entstanden. Wir haben öfters im Wald draußen Open Air gespielt. Das Jazz im Wald ist so ganz legendär in der Zwischenzeit. Und wenn man sich vorstellt, wie so das Licht durch die Blätter im Wald, ja, wie das Licht so gebrochen wird und so ein leichter Wind ist. Und dann kommt so eine Wolke vorbei und dieser Wechsel, the Change of Lights, den habe ich versucht, kompositorisch einzubauen mit dem Wechsel der Harmonien und auch dem Wechsel der Signature Changes, also der Taktwechsel, Lichtwechsel. Viel Spaß.
Lichtwechsel, eine Komposition von diesem fantastischen Mann am Flügel. Vielen Dank. Du hast aber auch exzellent gespielt, muss ich schon mal sagen, hier mit Sopransax. Ganz, ganz toll. Extra für diesen Abend so arrangiert. Wunderbar. So, now we want to have a look at the Chatpad. Wow. Das schauen wir uns jetzt mal an, wer da alles online ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wer da online ist. Ah, ein gewisser Norbert Lang. Ah, großartig, schreibt er. Grüße. Ja, Norbert, herzliche Grüße. Super. Dann haben wir die Ute Klauner. Ah, das ist ja, das freut mich ja ganz besonders. Hey Ute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wen haben wir denn noch? Den Eleflo 80, den kenne ich natürlich auch. Coole Nummer, die macht richtig Laune. Ah, das ist schön. Super. Okay. Lorenzo Petrocca, nice music. Mm. Für Woods hätte es auch gefallen. Oh. Lorenzo, dieses Lob freut mich. Wow. Wahnsinn, vielen Dank. Okay. Sehr schön. Dann, wir sind gespannt. Wir prüfen das demnächst nochmal. So, das nächste Stück heißt nicht Changes in Lights, sondern Changes in Life. Und das ist von sehr mir. Sehr gut. Ja, das war gerade von das dir, war die Erfindung super, war gerade von ihm. Ganz spontan. Lichtwechsel, Changes in Light. Okay, und jetzt spielen wir aber Changes in Life. Das ist auch ein Stück von meiner ersten Quartett-CD. Und beschreibt so, dass es manchmal im Leben nicht immer geradeaus geht, sondern dass es auch Wechsel geben kann. Und man sieht es zum Beispiel in diesem Jahr für uns Musiker einfach unfassbar, was da passiert. Ja. Also nicht im positiven Sinne. Also heute hier natürlich sehr positiv. Mhm. Aber das sind so die Changes in Life und natürlich auch die Akkordwechsel im Stück. Und in diesem Stück gibt es ein paar nice Chord Changes. Es sind quasi alle Akkorde, die es auf der Welt gibt, hier drin nicht verbaut. Ganz so. Okay.
Guten Abend, mein Name ist Monika Hoffmann and I'm your virtual host for tonight's episode of Live at Mars. We hope that you are enjoying everything you hear and see tonight. We put a lot of effort into providing the best quality entertainment that we can for you. But we can't do it alone. To send donations, go to the link below. Thank you so much for your support. And now, back to our show. Thank you.
Das war Spain. Ich habe extra auch vom Patrick vorhin noch Noten bekommen. Hier steht es auch nochmal schwarz auf weiß. Spain. Super Nummer von Chicoria. Die spielen wir auch schon seit 68 Jahren, glaube ich. Und es macht immer wieder Freude. Klaus, vor allen Dingen mit dir, jetzt heute an diesem Tag dieses wundervolle Stück zu spielen. Was macht denn unser Chat? Ist da irgendwas Neues auf dem Plan? Ich schaue nach. Schau doch mal nach. So, da kann man ein bisschen hochscrollen, genau. Ein Peter Hubbe, ihr seid ein perfekt eingespieltes Team. Super. Wie aus einem Guss, schreibt er. Sehr schön. Herzlichen Dank. Wolfgang Killinger, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Kann es sein, das müsste ein Bruder von einem fantastischen Bassisten sein, den wir beide sehr gut kennen. Könnte gut sein. Vielen Dank für eure schöne Musik und Spielfreude, das muntert richtig auf. Ja. Thank you very much, thank you. So geht's uns auch. Okay. Und noch was, Uwe Lettens. Das Klavier und Saxophon im Duo so schön klingt. Oh ja, yes. Herzlichen Dank für all diese tollen Messages und bleibt dran. Und genau, vor allem bleibt gesund. Und ja, und wir spielen jetzt für euch noch ein Stück. Das sagt der Michael an. Wir haben noch einen Song für euch, den wir auch für diesen Abend extra ein bisschen umarrangiert haben. Ursprünglich mal für Querflöte gespielt. Jetzt mit dem, was haben wir, Altsaxophon, oder? Sopransaxophon. Dankeschön. Sopransaxophon, ja. Der Titel heißt When Summer's Finally Over. Also wenn der Sommer jetzt endlich rum ist, dann kommt der Herbst. Wir sind zwar schon im Herbst, aber man merkt immer wieder, wie doch der Sommer nochmal Gas geben will. Und das ist so ein bisschen die Hommage. Also der Sommer spricht auch für Energie, für Leben. Wir müssen jetzt zwar alle ein bisschen runterfahren, aber ja, der Sommer lässt sich doch nicht ganz runterbringen. When Summer's Finally Over. Eine etwas melancholische Nummer. Viel Spaß. Thank you.
When Summer's Finally Over. Und unsere Show ist auch fast finally over. Es ging so schnell rum, Mensch. Es hat richtig Spaß gemacht. Jetzt bin ich erst richtig warm gespielt. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Das Konzert kann man ja jederzeit noch in YouTube nachgucken. Okay, and if we had some international guests, stay safe. Yeah. And hope to see you soon. In India, hope to see you soon. With the next tour, I'd like to come back. Wir möchten uns ganz herzlich von euch verabschieden. Klaus Graf am Saxophon. Michael Schlier vom Klavier. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und wir wollen uns natürlich bedanken bei Patrick hinter uns, beziehungsweise vor dir. Vielen Dank für deinen ganzen Effort, den du immer betreibst. Super. Vielen Dank. Macher. Ein Wahnsinn. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen über Donation. Das wäre eine super Sache. Und ich kündige die nächste Show an. Das ist nächsten Sonntag. Da kommt ein unglaubliches Duo ins Rossini-Studio, nämlich Jochen Feucht am Saxophon und Caroline Höfler am Bass. Zwei fantastische Musiker, mit denen ich persönlich auch schon sehr viel und lange zusammengearbeitet habe. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Nächsten Sonntag. So, und jetzt kommt zum Abschluss nochmal ein Stück von mir. Ja, yeah. Eine coole Nummer, die wir auch bis jetzt noch nicht gespielt haben. Nee, haben das müssen wir auch unbedingt jetzt auch wieder ins Programm. Auf einer Platte mit den SWR Allstars, sonst ist die Nummer auch noch nie veröffentlicht. Aber auf dieser Scheibe gibt es die Nummer und das Stück heißt Cool Relation. Yeah. Super. Schön, dass ihr dabei seid. Bis bald. Thank you.
Dear jazz lovers, that was our show for tonight. Thanks for joining us, and we hope to see you again next time. So long, farewell, auf Wiedersehen, and goodbye. Love, Monica.